So. Allerdings, der nächste ist jetzt in der versunkenen Stadt, ne? Das heißt, ich kann es erst beenden, wenn ich da jetzt weitergehe. Also gehe ich jetzt mal einfach da weiter, würde ich sagen. RPGs. Morgen spiel ich wieder Xenoblade. Also. Und gestern habe ich Final Fantasy gespielt. Also ich weiß nicht, was du hast, Mori. Ich spiele doch JRPGs. So. Und das ist. Hier ist er. Wie du siehst, hier brauchen wir auch gar keinen Skill. Also kann das nur ein JRPG sein. Ne, ich sehe das ähnlich wie, wie Markus gestern, aber natürlich in meine eigene Variante. Jo, bis gleich, Lobo. Der Ausgang war unten. Natürlich war der Ausgang unten. Natürlich weiß ich das. Du kennst ja die ganzen Leute, die haben alle ihre eigenen Ideen, was was ist, ne? Why must we read all these books, brother? Knowledge expands horizons and enriches existence. But can't we just transfer all this data over instantly? Into your head, perhaps, but not to your heart. Ganz schön am Donnern hier gerade. I guess. Hey, so. Yes? My name? Eve? This book says it's a woman's name. Shouldn't we be called Cain and Abel or something instead? Humans wouldn't change names so easily. Besides, you should be proud of the name Eve. Huh. Well, if that's what you think, then I'm fine with it. Glad to hear it. Is there something else? After we're done reading, can we go out and play? I'm sure it'll be tons of fun. All right. But only after we're finished. You mean it? Then I'm gonna try extra hard to finish this. Extra, extra hard. You do that. Cutscene. Jo, Raketenbergen. Da sollte ja dann der eine Boss wieder kommen. Und theoretisch ist das ja jetzt schon aktiviert, ne? Genau. Das ist schon aktiviert. Gut. Und dann kann ich ja jetzt. Ah ja, der goldene Boss kommt ja auch gleich. Oder der goldene Elite kommt ja gleich auch noch. There's another of those machines. Yep. I suppose it's going to attack me, right? This machine type purposely seeks out androids in order to enact revenge. Machen wir mal schnell. Dispatched immediately. Got it. Super entspannt auf easy. Aber der war auch auf normal nicht schwer. Das ist beim letzten Play so. Und ich habe ja gesagt, was, was ich davon halte. JRPGs sind im Westen das, was in Japan die, wie heißen sie nochmal, Light-RPGs sind. Und dementsprechend gehört dann wiederum ein Action-RPG für mich nicht dazu. Für mich ist das hier ein Action-RPG.
Egal, ob es aus Japan, Amerika oder sonst wo kommt. Kannst du mal bitte sterben? Machines wanting to avenge their family? The bedrock here was bombed out in the last war. Looks like the whole city is starting to sink as a result. So. Dann suchen wir mal die Luna 4. Und allgemein muss ich da auch nicht unbedingt zu diskutieren, weil ich muss niemand anders meine Meinung aufdrücken dazu. Ich sag dann halt einfach, ja, ich meine, das ist das und das, ne? Und dann hat sich die Sache. Wenn jemand andere Meinung ist, schön für ihn. Für dich ist ein JRPG. Schön für dich. Interessiert mich reichlich wenig, ehrlich gesagt. Genauso wie Persona 5 ist, oder allgemein Persona ist für mich ja ein JRPG mit Visual Novel Elementen. Ne? Bitte nicht, ich muss erst noch Emil töten oder so. You see? Total slave driver. Whoopsch. If she didn't order others around, what kind of leader would she be? Hmm. If you say so. Gut. Nach anderthalb Stunden können wir mal die Hauptquest fortsetzen. Ventus! Na du aller Lurker, danke für den Retweet! Ich bin Level 99, weil ich gegrindet habe. Außerdem übernimmt man das Level vom ersten Playthrough. Ja. Guck nur mal auf die Levelzahl von meinen Gegnern. Ich weiß ja nicht, ob das so schlimm ist. Requesting support from any friendly units in range. We've come under heavy fire from the enemy. Our escort ship has taken damage and is unable to engage. We're currently resisting with all remaining support fire.
fighters, but we can't hold them off for long. I repeat, this is Carrier Blue Ridge 2. We need immediate backup from any available android forces. Und außerdem wurde ich gerade innerhalb von weniger Sekunden mit einem One-Shot von einem Level 130er platt gemacht. Also ich weiß ja nicht. Das ist schön, wenn er das ganze Spiel zerschießt. Enemy aerial unit destroyed. Reverting back to area recon. Wait, I'm still picking up a large enemy presence. Didn't I kill that already? What on? If it's that big, we should be able to see it. Diese Sequenz erinnert mich irgendwie an die Flugschiff-Sequenz von Zone of the Enders. Also diese ganze mit den Carrier im Hintergrund, man schießt die ganze Zeit die Sachen ab. War auch nicht schlecht damals. Jede Musik in diesem Spiel. EMP Generator Target confirmed. Marking on map. Proposal. Destroy the generator quickly. Grunde noch machen sie ja hier mit den Sequenzen das gleiche wie damals mit den Videofilmen. Ne? Du hast ja zwar im Gegensatz dazu kein Video, sondern einfach nur ein 3D-Level, wo die Kamera sich dann weiterführt. Ne? Aber damals funktioniert das ja halt ähnlich, nur dass du ein Video im Hintergrund hattest und dann haben sie so Kollisionspunkte gesetzt und sowas. Rebel Sword und so Kram halt, ne? Da haben wir schon gute Ideen aus der Vergangenheit in der neuen Umgebung hier umgesetzt. Sehr schön. Ja. Versuche es immer well informed zu sein über Dinge, die mich interessieren. Stand by for incoming satellite laser strike. Sieht so aus, ne? Having trouble over
Dorha? Hunter Squadron deploying out of North 12C Defense HQ. I'm the commanding officer, 4B. Don't worry, we'll take it from here. Let's leave this area to the reinforcements. I have an idea. You and I should meet up at the spot I just marked. Aber schon ob es geändert in der Grafik von mir, das wäre doch mal was, oder? Schön hier Unreal Engine 5 oder so. Wird leider nicht passieren bei Konami. Direct approach. Direct? Oh, right. That's right. Lay down some fire in its stupid mouth. Kann ich speichern? Kann ich abhauen? Und ein Ending machen oder so? Tschüss, Tobi. War schön mit dir. Kann ich abhauen? Kann ich abhauen, ne? Man kann es ja versuchen, weil viele Abhau-Sachen sind halt Endings. Ich glaube, das ist ein kleines bisschen Delay, aber... Ist okay. Ich weiß, was du meinst gerade. Warum passiert das? Pachinko spielt in der Unreal Engine 5. Bei Konami. We gotta bail, 2B. This is bad. Am besten noch mit so einem Remix von Blue Bird. Okay, jetzt trennen wir uns von 2B scheinbar. Thank you.
Bin irgendwie gerade froh, dass ich die Autoships anhab. Weil die Level sieht sehr ungemütlich aus. Was soll ich sagen? Auf jeden Fall. Wow, ich muss es steuern. Fällt gut, dass man die Rakete steuern konnte, auch wenn nicht wirklich was passiert ist. Sega Cloud Arcade Gaming. Hol dir aber erst den Game Gear Micro. This is Tactical Support Unit Pod 042 assigned to 2B. This is Tactical Support Unit Pod 153 assigned to 9S. We pods often participate in the same battles. Exchanging our situational data would theoretically allow us to plan combat strategies in a more efficient manner. Proposal. Data should be transferred regularly between Pod 042 and Pod 153. Analysis. This idea is sound. Proposal accepted. Records will be organized in time for the next situational exchange. Ich finde mich in einem sonderbaren Lager wieder, voller Erinnerungen, soweit mein Auge reicht. Es ist ein Irrgarten, ein Labyrinth, ein gewaltiges, zusammengeschaltetes Netzwerk. So etwas habe ich nie zuvor gesehen. Es muss von den Maschinen erschaffen worden sein. Achso, das war ernst gemeint mit dem Sega Cloud Arcade Gaming. Also, was mache ich hier eigentlich? Ich bin 9S, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht wurde ein Großteil meines Gedächtnisses zerstört. Was, wenn ich alles vergesse? Meine Erinnerung, mich selbst, meine... Okay, beruhige dich. Beruhigen, beruhigen, beruhigen.
Einfach dem Notfallhandbuch folgen und das Speicherwiederherstellungsprogramm ausführen. Das Wiederherstellungsprogramm füllt allmählich die leeren Bereiche in meinem Speicher. Wie Buchstaben, die nach und nach die Lücken in einem Wort füllen. Der Bunker, Tubis Plan, ein kolossales Maschinenwesen. Der Raketenangriff als letzte Lösung. Der Erhaltungsmodus wurde im Moment des Einschlags aktiviert. So wurden die meisten Sicherheitsoptionen des Netzwerkes unterbrochen. Speichern kann man nicht, ne? Nein. Lalalala. Kann ich das failen hier? Kann ich einfach hier durch und nichts machen? Geht das? Versuche einfach mal hier durchzukommen, ohne was zu machen. Vielleicht kriege ich ein tolles Ending. Na. Komm hier nirgendwo durch. Es dauerte eine Weile. Aber das Wiederherstellungsprogramm konnte die meisten meiner Speicherfunktionen instand setzen. Ich kann allerdings noch immer keine Verbindung zu meinem Körper aufbauen. Ja, anscheinend kann ich nur noch die umgebenden Speicherbereiche untersuchen. Offenbar haben die Maschinen hier eine Menge Informationen gespeichert. Sieht auf den ersten Blick ziemlich chaotisch aus, aber genau betrachtet begreife ich, wie sie zusammenhängen. Es gibt eine Vielfalt an Einträgen, zum Beispiel über Menschheitsgeschichte und Philosophie, doch die Aufzeichnungen von Maschinen direkt daneben sind wirklich seltsam. In der Abteilung der Politik sind Versuche der Maschinen mit diversen Regierungsformen dokumentiert. Sie haben alles Mögliche ausprobiert. Absolute Monarchien, Republiken, Demokratien. Das war nicht alles. Die haben sich auch mit Wissenschaften auseinandergesetzt, etwa wie mit Philosophie, Mathematik, mit der Natur und dem Sozialwesen. Als ob das Netzwerk versucht hat, jedes Verhalten und jedes Fachgebiet der Menschheit zu kopieren. Fast als ob. Okay. Maschinen armen Menschen nach? Warum sollte ich das machen? Vertiefe mich noch weiter in die Aufzeichnungen. Ich kann keinen Hinweis darauf finden, dass die Maschinen neue Kulturen oder Werte geschaffen haben. Sie haben lediglich menschliches Verhalten imitiert. Seltsam daran ist, wenn eine Einheit scheitert, dann scheitert sie beim nächsten Mal auf dieselbe Art und Weise. Baut eine Maschine zum Beispiel eine Diktatur auf, die am Ende zusammenbricht, dann testet sie keine alternative Regierungsform, sondern versucht es wieder mit einer Diktatur. Oder wenn sie Getreide anbaut und alle sterben, dann probiert sie anschließend genau dasselbe noch einmal. Und noch einmal. Und nochmal. Und nochmal. Sie verhalten sich immer gleich. Sie lernen nichts dazu. Im Kampf beweisen die Maschinen ein überwältigendes Anpassungsverhalten bei evolutionärer Geschwindigkeit. Warum bestehen sie also darauf, die Menschen zu imitieren? Vor allem, warum imitieren sie deren Fehler? Es scheint so, als ob das Scheitern selbst das Ziel ist. Ich spüre eine Veränderung in den Daten, eine Art Bewegung. Ich schärfe meine Wahrnehmung und halte meinen Atem an. Ich höre etwas, eine ferne Stimme. Ich verkünde allen Androiden, da ist etwas, das eindeutig intelligent ist. Verkünde allen Androiden. Die Worte werden immer deutlicher, die Stimme in meinem Kopf gewinnt alle Klarheit.
Es ist Adam, eine Maschine, die als Abbild des Menschen erschaffen wurde. Wir Maschinenwesen haben uns weiterentwickelt, sagte er. Wir haben Kriege geführt, gelernt, sind gewachsen. Und daher haben wir ein neues Bewusstsein erlangt. Es vergleichbar mit der Geburt einer neuen Lebensform. Lügen nichts als Lügen von bloßen Maschinen. Adam lacht. Und doch behauptet ihr Androiden lebendig zu sein, klingt extrem merkwürdig. Ihr seid Marionetten ohne eigenen Willen. Nein, du täuschst dich! Diese Worte gehen mir in das eine Ohr hinein und hinaus aus dem anderen wieder raus. Wieso täusche ich mich, Junge? Vielleicht hast du doch einen eigenen Willen, kicherte er. Vielleicht sogar Sehnsüchte? Jetzt siehst du es, Junge. Der wahre Sinn des Lebens ist Hass! Du täuschst dich. Ein wilder Hass schlummert in den Tiefen deines Herzens. Nein, du täuschst dich! Je mehr du versuchst, es zu verbergen, desto stärker wächst diese Finsternis. Falsch! 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 Verdammt. Schaffen, um die Menschheit zu beschützen. Wir sind nicht wie ihr Maschinen. Alle Lebenden sind Sklaven ihrer Sehnsüchte. Dieser innere Antrieb gibt unserem Leben erst eine Bedeutung. Manche suchen Schönheit, andere Gelassenheit. Für mich ist Hass der. Bin ich so? Haha, doch, du bist so. Du vertraust nichts und niemanden. Du willst alles vernichten. Du hast jede Hoffnung verloren. Du willst alles besitzen. Du willst von allen geliebt werden. Du denkst darüber nach, wie sehr du To Be ficken möchtest, nicht wahr? Realität von Lügen beschmutzt. Stopp, aufhören! Der Hass frisst sich in dich hinein. Du täuschst dich verdammt nochmal. Überquellende Sehnsüchte. Bin ich wie du? Dein wahres Ich. Wir sind nicht gleich. Aufhören, aufhören. Das ist nicht meine Schuld, ja? Verdammt, ich. Aufhören, aufhören, aufhören. Ich. Hilfe, Hilfe. Nein, habe ich nicht. Helft mir. Aber ist natürlich als Level 5 Spiel eines der Spiele, die ich noch gerne spielen möchte. Treasured its own beauty. But one more machine treasured something unique above all else. Hate. Is this death? Ich kann sich schnell umziehen, finde ich. To be. Come on. Let's go home. Ich habe mir das, glaube ich, im Sale noch. Achso, nee. Rogue Galaxy war das letzte Beispiel, ja. Ja, gut. Ja.
Das habe ich mir schon irgendwann mal geholt gehabt, glaube ich, aber. Ja. Irgendwann, ne? Ähnlich wie mit Dark Chronicle, ne? Muss ich auch irgendwann mal richtig durchspielen. Proposal. Engage Memory Core Diagnostics. Yeah, yeah. A single reply is sufficient for acknowledgement. Fine. So. Kann ich hier fehlen? Schau mal nicht. Ich kann halt nichts anderes machen, außer das, was das Spiel einem gerade vorgibt. Took long enough. Don't you think it's overkill to perform a full data overhaul? Unit 9S was seized by the enemy and placed in a non-controlled state for an extended period of time. There is a high probability of corruption by an enemy logic virus. All right. Cram it. Anyway, I just gotta sync up with the bunker server and then I'm out of here, right? Was that? Unknown. Halt the data sync. Alert. Data synchronization is mandatory for all your high units. Yeah, I know that, but we just got some kind of weird noise. Halt the data sync for 2B as well. Affirmative. Let's figure out where that noise came from. Just to be sure, you know? Open a port to the server. Schön, schöner Part. Wie man so einfach das so schön machen kann, eigentlich. Versand, geliefert, leer, gereinigtes Wasser, Reparatur, leer. What's a barrier doing here? Looks like records for supplies shipped to the moon. Strange. There were a ton of empty containers. That's weird. Why would they do that? Detective, your high unit storage records. 1S, 2B, 8H, 24S, 9S, 12D lost, 11B lost, 12H lost, 11B lost, 12H lost. What's the point of all this heavy security? All the black box data has been deleted, but it looks like everything else is here. A new port just opened. Gehen wir aber trotzdem mal einmal rein für den Fall, dass hier noch irgendwo irgendwelche Daten sich geöffnet haben mit dem Port. Aber scheint nicht so. Detective.
Identity and Project Yorho Records Index. Alert, we are not authorized to access this data. Man, this stuff is all wrong. I need to check this out too. An attack barrier? Really? Why the heck would they install one of those in this server? Beachte, dass diese Dokumente mit der Vertraulichkeitsstufe S versehen sind und keinen Yorha-Mitgliedern mit Ausnahme der Kommandantin gezeigt werden dürfen. Index. Projekt Yorha Übersicht. Yorha Streitkräfte. Yorha Einheitensystem. Bunkerverwaltung. Befehlskette. Menschheitsrat. Entwicklungsabteilung. Nebeneingang. Unterstützungseinheiten. Blackbox. Widerstandskommunikationsnetzwerk. Die für die entsprechenden Einträge verantwortlichen Parteien sind vor der Einsicht, um Erlaubnis zu fragen. Let's see. Looks like info about how the Council of Humanity was formed as part of Project Yorha. Wait, isn't that backwards? What was that? Gute Frage. Crap. Did they find me? Negative. Emergency backup request from 2B. Close the server connection and activate my body. Affirmative. Oh je. Ah, 9S. Operator? What happened? We recently detected large numbers of machine lifeforms throughout the factory area. We received a support request from 2B soon thereafter, but have been unable to respond due to poor reception. All right, I'll try to gain access from the main terminal. Also, main terminal. Administration room requested. Ah, kleine Erholung. Request granted. You may now use the device in this room. System wird gehackt. System wird hochgefahren. Yorha Model S. Okay, good. 2B's black box signal is still up and running. These comms are all messed up. Guess I'll have to break into the other side and take control. No. Wir sind Hacker, man. Nice. Now I just have to unlock the door where 2B is. Weißt du das? Hallo. Oh, ich bin Level 1. Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Okay. Ich war abgelenkt vom Quote. Und wie man sieht, funktioniert es nicht.
mit dem Bot. Ich mag diese Ecke hier so nicht, wegen dem ganzen Rauch. Weil auch mit Level 99, diese Dinger sind Insta-Death. Ja, ich hab's halt probiert, dass ob der Bot Quotes über Befehl machen kann. Aber scheinbar nicht. Die fragt die, warum er nicht einfach einen von den Androiden, die hier rumliegen, hackt, ne? Okay, das ist nur ein Level 2er, scheiße. Hätte ja klappen können. Hätte ich vorher gucken sollen, was für ein Level die haben. Manche kann man gar nicht unterwerfen. Weil ich würde jetzt zum Beispiel den hier gerade gerne, den großen nehmen. Wollte mal gucken, ob hier noch Items für uns sind. Genau, steuern wir den mal fern. Schon besser mit der Axt hier. Ihre Maschinen werden sofort explodiert. Was ist das für ein Item? Schweißzusatz.
Ich weiß nicht, bin ich hier richtig? Das sieht irgendwie nicht richtig aus hier. Oh. Oh. Aber wahrscheinlich ist der nicht umsonst da, der. Genau deswegen nämlich. Weil wir nicht hinterherkommen sonst. Wow. Toll. Aber man sieht, man hat dann immer so die Spawnpunkte hier, ne? So. Ich mag ihn. Oh, wir sind sogar auf unserem Level. Das ist sehr nice. So, das ist nur so eine Ausweichung. So, ah, da. Fabriksystem wird gehackt.
Keep going straight. Will do. Projektgestaltbericht 1. Zusammenfassung. 12. März 2014. Zusammenfassung. Die Ausbreitung des weißen Chlorungssyndroms, die 2003 neben der Erscheinung des Riesen und des Drachen auftraten, setzt sich unaufhörlich fort. Auf der ganzen Welt ist es von Ausbrüchen die Rede. Trotz der Forschung vieler Labore weltweit gibt es weder bahnbrechende Entdeckungen für ein Gegenmittel noch eine Erklärung, wie sich die Krankheit ausbreitet. Gab jedoch dank der Forschung an Maso-Partikeln, das zur gleichen Zeit entdeckt worden wurde, große Fortschritte in der Technik. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Technologie, sprich die Trennung der Seele vom Körper und die Unabhängigkeit der Erhaltung beider, die finale Verteidigung gegen diese Bedrohung der Menschheit ist. Da dieses Projekt von der Konzeptphase in die Umsetzungsphase überging, haben wir ihm den Namen Projekt Gestalt gegeben. Dann ist das andere Gate. Gucken wir uns doch ein bisschen um hier. Aha, hier sind wohl Roboter und so. Projektgestalt Bericht 2, 4. April 2015. Zusammenfassung: Proteste gegen die spirituelle Erhaltungsmethode, die als Level 1 Information im Zusammenhang mit Projektgestalt veröffentlicht wurde, findet nun überall statt. Das Komitee erhält weiterhin Beschwerden von unserem Forschungsteam bezüglich der Sammlung von voreingenommenen Daten infolge der Ausführung des Gestaltprozesses bei den kranken und alten Bürgern. Die Zahl der Bürger, die sich dem Gestaltprozess unterzogen haben, liegt bei 4. Wir werden eine Presseabteilung einrichten, die für einen besseren Informationsfluss und eine Verbesserung unseres Ansehens sorgen soll. Wir werden auch eine Verschiebung des Projekts in Betracht ziehen, sollte eine Maßnahme nötig sein. Projektgestalt, Bericht 3, 23. August 2025. Zusammenfassung: Bericht des Labors zufolge soll die grundlegende Technologie des Replikantensystems Ende August fertiggestellt werden. Sicherheitsüberprüfungen sowie klinische Studien werden von September bis Ende November durchgeführt. Der Premierminister wird einen Bericht über die Fertigstellung des Replikantensystems und seine Vorteile für das Projekt Gestalt erhalten. Die Presseabteilung wird sich um diesen Bericht kümmern. Währenddessen muss Tobi die ganze Zeit auf uns warten, dass wir eine Tür öffnen.
gates open. Exit route secured. Thanks. Alert. 2B is currently engaging a machine lifeform of significant ability. Said machine is drawing electrical power from the factory itself. Proposal. Infiltrate the factory's mainframe and shut off the power. 9S, that Goliath we just encountered. I got it. I've been keeping an eye on you. I'm gonna shut off power to the factory now. Do it! Factory system at 20% control. You have to hold out for me, 2B. Factory system at 50% control. Now we just have to do something about this core. Just shut down the electrical grid. After a long period of battles and adventures, the prophet spoke. Oh, grant me the mercy of the land. Oh, grant me the joy of the heavens. Release me from my yoke of iron. Thus shall our souls be saved. Forever and ever. Forever and ever. Those were the words I heard in the moon server. But why? Alert. 2B has defeated the Goliath-class heavy weapon unit. Hmm? Ah, right. Okay, good. Kommen wir nochmal rein? Nein. Natürlich nicht. 9S. Commander? I'm sorry. You're needed back at command. Understood. Wir, natürlich, da ich die ganze Zeit schon versuche, was anderes zu machen, versuchen wir jetzt einfach mal durch den Hangar abzuhauen. Ja, klappt das ja sogar. Der Hangar ist zu. Hm? Oder sehe ich das falsch? Okay, Hangar ist zu. Wir haben uns die Escape Route gestohlen. Oh. Hi, Commander. You left quite a trail when you accessed the main server. That's what I wanted to speak with you about, Commander. I found records stating that the Council of Humanity was established as part of Project Yorha, but I'd always heard it was the other way around. So did Yorha actually create the Council of Humanity? Yes. We installed the Council of Humanity's server on the surface of the moon. But that means... mankind no longer exists. In truth, humans never went to the moon at all. Any transmissions received from the moon are just dummy signals we set up in advance. The only thing there is a small bit of data relating to the human genome. But why would you... Humans were already extinct when the aliens attacked. All the details are stored on this memory chip. If you want to look at it, I won't stop you. Streng geheim, Projektor Yorha. Wait, you're just giving me this? But why? No one fights without a reason. And we need a god worth dying for. What path will you take? It's up to you to decide. Interesting.
Why did you have to die? It's not fair. My only brother. Damn them! I'll kill them! I swear I'll kill them all! Ja, rastet er aus. The human race is gone. Strenggeheim, Projekt Joha. Projekt Joha ist ein umfassendes Innovationsprojekt, das die Androiden-Moral erweitern soll. Dieser Eintrag beschreibt Umstände, die zu diesem Plan führten, sowie Informationen über Einsätze, die während ihrer einzelnen Phasen ausgeführt wurden. Dieses Dokument unterliegt einer Level-S-Vertraulichkeit und darf keinem Joha-Mitglied, abgesehen von der Kommandantin, gezeigt werden. Ausstellen bei der Menschheit. Nach dem Zusammenbruch von Projekt Gestalt im Jahr 3400 suchten die verbleibenden Androiden nach einer Möglichkeit, die Menschheit vor dem Aussterben zu bewahren. Die Suche war erfolglos und so starben die Menschen im Jahr 4200 aus. Danach wurden die Gene der Gestalten und strukturellen Informationen der restlichen Replikanten aufgezeichnet und zu einer Aufbewahrungsstätte am Mond geschickt. Verlust der Androidenmoral. Das Aussterben der Menschheit sollte ein stark behütetes Geheimnis sein, doch mit der Zeit verbreiteten sich die Gerüchte. Als die Androiden die eine Sache verloren hatten, die sie beschützen mussten, begann die Moral stark zu sinken. Besorgt durch die Wende des Schicksals wurde Projekt Joha vom Kommando ins Leben gerufen, um Moral der Androiden zu steigern. Projekt 01 bis 03, Lunar-Server. In der ersten Phase des Projekts erzählte man den Widerstandsgruppen, dass die Menschheit noch nicht ausgestorben war und die letzten Überlebenden auf den Mond flüchteten. Diese Täuschung wurde von einem Kommunikationsserver unterstützt, der regelmäßig auf die Erde sendete. Dieser Server benötigte sehr wenig Arbeiter, um instand gehalten zu werden. Projekt 201, Gründung von Joha Squadron. Wegen der dramatischen Veränderung des Projekts, der Kampfeinheiten der nächsten Generation, das zur damaligen Zeit vorgeschlagen worden war, wurden neue Joha-Modelle produziert. Beamtenmodelle wurden nach der Implementierung der Daten, die von einer experimentellen Squadron beschaffen worden waren, produziert und an alle Regionen ausgesandt. Gewisse Mitglieder des Joha-Einsatzpersonals wurden jedoch über den vollen Umfang des Projekts informiert. Diese Einheiten hatten die Aufgabe, den Server am Mond zu betreiben und ihn zu beschützen. Nice. How do I tell 2B? Combat stations. I better get a move on. Alert. Mission orders received. Rendezvous with and support Unit 2B near the resistance camp. Any details? Large numbers of machine life forms are rampaging through the city ruins. What? How? They're supposed to be weakened. Cause unknown. Goliath class enemies also confirmed. Immediate action advised. Jetzt wieder offen. Wer war das gerade? Da war doch gerade ein Hologramm oder sowas. Da war ein verdammtes Hologramm und ich konnte es nicht ansehen. Are currently being jammed. We better hurry.
detected nearby. She is likely engaged in combat. You okay? Good thing I landed that direct hit. Uh-oh. You'll die. All of you are going to die. Oh, yeah. They're still coming? What do we do? There's too many. Tubi? Tubi, can you hear me? Our village is under... Pascal? Come in, Pascal! Shit! No. Funktioniert nicht. Ich versuche halt die ganze Zeit was anderes zu machen. Na gut. Dann gehen wir mal zu Pascal. Keine Maschinenarm oder sowas dabei. Bibi. Ich versuche gerade meine Pflichten zu verletzen. Aber das Spiel hat nicht wirklich reagiert, als ich einfach zum Bunker zurückgegangen bin, statt hier Pascal zu helfen. So.
Machen wir mal die Chips aus. Das war wirklich was anderes. So, Pascal, wo bist du? Okay, dann töten wir sie halt. Okay. Destroy this presiding unit. Will it stop the rest? Most likely, yes. Pod, I need you to locate Eve's current position. Location has been detected and placed on map. We'll take care of Eve. You just worry about keeping the village safe, okay? Do be careful. Keine leicht, die Pflicht zu verletzen. He's bombarding the area with forced connections. I think all these transmissions are making the machines go haywire. We have to find Eve and destroy him. On it. Na gut, dann. Here we go. And here you are. I know you two feel the same. That this world is utterly meaningless. As far as I'm concerned, my brother was everything. And now, everything must die! Oh, yeah. Signature detected. What is it? The energy seems to be coming from a large number of linked machine life forms. He's absorbing the life force of whatever's left on the network. Das gelingt ihm irgendwie nicht ganz so ganz, ne? We'll never get anywhere like this. I'm going to try hacking into Eve and shutting him down. Back me up, 2B. On it. Wow, nettes Design. So, links, rechts, rechts, links, ist das egal? Ist egal. Far in.
everything to me. My life was contained in our moments. Alert. Corruption confirmed in Yorga Unit 9S's self-consciousness data. Immediate evacuation and treatment recommended. Just a little more. If I can remove Eve's object control function. Ein Haus. Listen to me, Adam. I never disliked fighting, but I didn't want you to be hurt. I especially didn't want to lose you. So let's go somewhere quiet. Together, my brother. Mori im Asia-Shop. Oh. Over. 9000! Was? Da sind die Hologramme schon wieder. Das war das, also was ich gesehen habe.
alive? Goddamned machines! Is this a message? The data transmissions, they're resonating with each other. Like, I left my personal data in the machine side of things. Next thing I knew, my sense of self was regenerated over the surrounding network. Having multiple selves fused together like this is a pretty valuable experience, so I wanted to record it. But I couldn't access any storage areas yet, so I just multiplexed it over the memories of some nearby enemies so that when I returned to my own body, Ines, I'm glad you're okay. Yeah. And so, the final battle with Adam and Eve came to an end. This battle will likely have a great effect on the outcome of the war. 2B and I, our battle will continue for some time to come. But that's another story for another day. War das ein Online-Shop oder hast du es lokal irgendwo gekauft? Das Wackermehl würde ich mir auch holen wollen, ehrlich gesagt. Und Riesengarnelen eventuell. Nori-Blätter kriege ich momentan wieder. Und Sojasauce habe ich ja auch 2 Liter hier liegen. Nur mit dem Sushi-Reis habe ich erstmal eine kleine Packung von 500 Gramm geholt, weil ich wollte erstmal gucken, wie viel das in echt ist von den Reis her und wie der Reis überhaupt schmeckt von der Firma, die ich da geholt habe. Wenn der Reis scheiße schmeckt, wäre scheiße, wenn ich da ein Kilo von hätte, ne? Achso, okay. Ich hab grad Ending B gemacht, falls du nur auf Audio bist. Also irgendwo logisch, wenn man... Ich meine, ich bin jetzt auch nur... hier die ganze Zeit. Weil am besten kein Geld ausgeben und nur in die Stadt sehen, dann ist halt eher getrocknete Form. Will man das? Oh, gucke einer an. Hi, Tobi. Designated items.
Einfach mal durch die Credits laufen. Drogen! Say, to be. No, never mind. Just be careful. Planning preparations complete. Confirm equipment delivered to quarters. You've got mail. Also muss ich im Quarter wahrscheinlich gucken, ne? Ein neuer Kampf beginnt. Preview. Remember your pain. The pain of having your homeland stolen. We will never give up our struggle. We will take back the seas, the skies, the land. We will take back our world from the scourge of the machines. We will not fail in this mission. Here and now, we will. Ich finde das geil, wie das hier aufgebaut ist, wie Vorschau in eine neue Episode von der Serie oder so. Meaningless Code, Child. Was? Ja. Speichern wir.